Ich grüße euch, Freunde des Antitos, und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich bin mit Jake unterwegs, einfach weil ich Lust drauf hatte. Und ich sag's gleich mal vorneweg, ich wollte ganz gerne mal einen Clickbait-Titel und Thumbnail erstellen, weil ich gucken wollte, ob ich das auch kann. Also an der Stelle einmal Entschuldigung, wenn ihr jetzt irgendwas Besonderes erwartet. Ich glaube nicht, dass irgendwas Besonderes passieren wird. Wie gesagt, ich wollte einfach nur mal schauen, ob ich auch so schöne Clickbait-Sachen machen kann. So, ich weiß nicht, gegen was wir spielen, aber wir spielen auf jeden Fall auf der Map, die ich mir gewünscht habe, nämlich Roter Wald. Und ich gehe einfach mal direkt hier unten an den Gen dran. Meine Katze hat gerade ausgeschlagen, das heißt, der Killer glotzt in meine Richtung. Ich wüsste zu gern, gegen was wir spielen, ey. Jetzt hat er keine Geißelhaken dabei. Hier einfach mal direkt retten. Oh, falsch gelaufen. Moinsen. Komm, ich hab, wir schaffen... Nee, nicht sabotieren, Alter. Heilen. Hat schon gleich den nächsten gefunden. Spielen wir gegen OG Trappy. Der Terrorradus hat sich sehr gewöhnlich angehört. Deswegen könnte es ein Trapperino sein. Das heißt, die ersten beiden Gens sind Classic schnell weggezogen, was aber völlig normal ist, wenn man gegen Trapper spielt oder als Trapper spielt. Könnte wirklich ein Trapperino sein. Wo ist der umgeflogen? Da hinten, okay. Da kann ich meiner von euch Verwandt dabei haben, please. Er kommt nicht in meine Richtung, und wird meine Katze ja ausschlagen. So, machen wir Finish. Dann haben wir hier in der Mitte mehr Loop-Möglichkeiten, weil jetzt die beiden Seitentüren auch geöffnet sind. Er hat die Nancy gefunden. Wieder. War das die Nancy vorhin? Nee. Die Feng war, glaube ich, egal. Ich weiß nicht, gegen was wir spielen. Mich heile ich. Perfekt. Wir schaffen das, so ein schönes Perk, ey. Richtig insane. Okay, wir haben zwei Gens fertig. Und ich weiß immer noch nicht, gegen was wir spielen. Aber ich wüsste gerne, was hier los ist. Ich habe noch keine Falle irgendwie rumliegen sehen. Um jetzt zu sagen, oh, wir spielen gegen Trapper. Oder, also der Terrorradius hört sich sehr gewöhnlich an. Es könnte der Trapper sein. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der Bubba hat auch einen sehr gewöhnlichen Terrorradius. Aber ich habe noch keine Kettensäge gehört. Wo ist die umgeflogen? Da hinten, okay. Kleiner Gen Rush hier. Aber wenn da als Killer wirklich nichts dabei ist, was Gens blockiert, Gens zurückschmeißt, etc., etc., dann bist du echt gekniffen. Ja, meine Katze hat kurz ausgeschlagen. Jetzt kommt er mal zu mir hier. Spirit! Hier hat keinen Bock auf Killer-Check. Looping. Wir spielen gegen Rin. Ist ja ein Ding. Hätte ich gar nicht gedacht. Hab sie lange nicht gesehen. Also die wird auch sehr selten gespielt. Also davon mal abgesehen. Ja, dann redid it, ne? Redid it. Gents. Alle fertig. Wenn der Killer jetzt schlau ist, hat er einen Nöt dabei.
Ich brauche auch auf allen meinen Killern unbedingt Nöd, Leute. Nöd ist auch wirklich, wirklich, wirklich wichtig tatsächlich, weil die Gens gehen wirklich schnell an. Den hat er jetzt weggegrabbelt oder was? Gehen noch mal retten. Warte kurz hier in der Ecke. Perfekt. Und dann gehen wir schnell absammeln. Beiden Ausgangstore sind da hinten. Und ich kann dich auch direkt heilen, wenn du willst. Geht schnell. Durch meinen Perk. Ja, sehr schön. Das war doch eine solide Jake-Runde hier. So, hier ist ein Ausgangstor und da hinten. Das wurde aber auch schon hier vorbereitet. Sehr schön. Und sie hat anscheinend keinen Nöd. Und wir können den Dwight noch heilen hier. Oh doch, sie hat Nöd. Oh, what? Da müssen wir natürlich reinrennen jetzt wieder, ne? Oh, in Spaceman, das ist natürlich kritisch. Vielleicht erstmal gucken, wo Nöd ist. Hier ist ein normales Totem, mache ich aber trotzdem platt für die Punkte. Wenn sie schlau ist, tut sie campen. Also jetzt nicht so face campen, aber so schön das Gebiet um die Check jetzt absichern, dann hat sie auf jeden Fall eine Free Kill. Ja, macht sie auch. Ich kenne nicht alle Totem-Spots hier. Aber die ist Ash, also, ja, ich gehe lieber. Nancy hat sich auch keinen Millimeter in die Richtung bewegt. Ob der Dwight noch schafft. Der war ja auch ziemlich weit, aber nee. Nee. Wir gehen raus. Noch eine Nöd-Klatsche zu kriegen, habe ich keine Lust drauf, wenn ich ehrlich bin. So, das war doch eine solide, eine sehr, sehr, sehr solide Jake-Runde hier. Hat halt leider kaum Interaktion mit dem Killer, deswegen ist das nur eine Bronzemedaille geworden. Aber trotzdem eine schöne Runde. Und wenn sie euch gefallen hat, liebe Leute, dann geht wie immer Daumen nach oben, dann lassen wir mega geil. Aktiviert die Glocke und abonniert meinen Kanal. Das würde mich mega freuen. Ich bin auch auf Twitch. Link ist in der Videobeschreibung und im Banner. Einfach auf das Twitch-Symbol klicken. Dann könnt ihr mir auch dort ein Follow da lassen, wenn ihr wollt. Und ich würde sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis dann.